So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelation. Und ich würde sagen, wir kümmern uns um diesen Teil mal um einen... mal um einen kleinen Templerhauptmann, der uns extrem nervt. Wenigstens mich tut er nerven. Und... Heidiho! Heidiho! Los, komm her zum Rahmen. Los, komm doch her. Traust dich wieder mal nicht, hä? Dafür kann ich dich jetzt rammen. Wop. Ich taste mich da gern mal an den Feind dran und versuche ihm eine reinzuhauen. Los, ramm, ramm, ramm. Ah, das merkt er immer zu früh. Was ich davor habe. Feigling! In den Mixer! Nein, jetzt hat es gerade auch kein Kurz. Scheiße, das könnte gerade knapp werden ohne Ende. Und natürlich schmeiße ich jetzt ab. So viel zu meiner sehr guten Strategie. Er hat gerade sich gerade die Hälfte zurückgebaut von mir. Was der nächste Straßenschott aus seiner? Ist das sein auf seiner Seite da? Nimm dies! Du Bastard! Bastardo! Die werfen eine Bombe! Puh. Also Leute, ich übertreibe es hoffentlich nicht mit Action und Mass hier wieder. Es ist... Wir sind zwar ein bisschen leicht verletzt, aber ich glaube... Die harte Tour haben wir beendet. Und ich hoffe sehr, dass es... bis jetzt euch immer noch gefällt. Elite-Wachen richten mehr Schaden an als Minizio, können nicht gepackt werden, benutzen sie dritte Ausweichmanöver, Konterangriffe und Konter. Das heißt, die können wir nicht packen, aber... Die Straße, keinen Moment aus den Augen, habt ihr mich verstanden? Niemand darf hier durch! Leandros! Da! So, so, seht, wer aus einem Loch gekrochen kommt, um zu sterben. Er ist so gut wie tot. Erledigt ihn. Bringt mir seinen Kopf oder werft euch in die nächste Schlucht. Wir haben jetzt ein kleines Problem. Wir sind jetzt zum Teil verletzt. Mindestens 5 Wachen aus einem Heuhaufen eliminieren. Ja, der Templerhauptmann Leandros hat sie zum Sterben zurückgelassen. Finden Sie und eliminieren Sie ihn und beschaffen Sie sich das Tagebuch. So müsste es eher heißen. Loslassen, sofort! Ich bin zwar ein alter Löwe, aber der alte Löwe kann noch kämpfen, Capito? Das Dorf infiltrieren. Achso, ich kann ja gleich noch plündern.
Wie gesagt, ich mache mir jetzt ein bisschen Startkapital, bevor wir also dann in diese Hauptstadt reichen, in diese Stadt, wo wir dann irgendwann reinkommen, reisen, haben wir genug Komponente und Geld hoffentlich, dass wir ein bisschen was kaufen können. Weil ich hätte da nämlich ein, zwei Favoriten, die ich gern haben möchte. Und die Pistole ist mir ein bisschen zu laut, auch wenn sie eine der stärksten Waffen ist. Ich bleib lieber da. Ich bleib lieber bei den Wurfmessern, die sind geräuschloser. Die sind nämlich geräuschloser vor allem. Und machen nicht ganz und sind auch sehr zielgenau. Also nicht, dass die Pistole nicht zielgenau ist, aber es gibt, ich kämpfe, sagen wir es mal so, gegen starke Gegner Pistole benutzen, hat schon seinen Sinn, aber wenn ich hier jetzt zum Beispiel die Pistole ansetze, dann wird jeder Depp aufmerksam. Ja, das Messer ist viel geräuschloser. Haben wir da keinen Trank mehr, ne? Wir haben vorhin noch vier Tränke gehabt, arabisches Pulver haben wir bekommen. Aber sonst... Und zu den ganzen Bombentools, da komme ich noch, wenn die ganze Zeit dafür reif ist. Das Wasserrad zum Beispiel ist eine saugeile Idee. Früher war das einfacher. Früher war alles besser, so meinst du es, oder? Und da ich eher ein Mann der Heimlichkeit mit dem Wurfmesser bin, bei manchen Szenen ist es wirklich manchmal besser, dass man wirklich manchmal die Wurfmesser benutzt, statt irgendein... Für die Heimlichkeit habe ich eigentlich zwei Waffen. Die gab es schon im Brotherhood. Eigentlich drei Waffen, aber... Wir sind da jetzt die Spuren des Händler-Outmanns. Dass der dann nach hinten abgehauen ist. Ach, ich Dummerchen. Ich tue das jetzt mal verwickeln. Ich hoffe jetzt der Byzantiner da hinten. Oh. Der sieht mich da jetzt nicht. Woher kenne ich den Mann nur? Das könnte er sein. Wer ist da? Heute ist dein letzter Tag, du Wurm. Okay, ich glaube, der Kolben ist da die falsche Idee. Ich glaube, dass mit den 5
Leute hinrichten jeweils. Wird auch ein bisschen schwerer als gedacht. Jetzt habe ich die da hinten zum Plündern vergessen. Ich hoffe, man verzeiht mir. Ich muss jetzt mir noch einen Plan fallen. Also ich habe bloß einen geschafft bis jetzt. Und ich weiß nicht, wie viele Gegner noch auf der Karte sind. Ich wollte die da hinten plündern. Tja Leute, Jack in seiner Glanz- und Gloria-Zeit als Assassine. Wie gesagt, ich bin großer Fan von der Reihe. Stöhn nicht so, so alt bist auch wieder nicht. Wie alt wird Ezio in dem Augenblick sein? 50? Oder 60, ich weiß es nicht. Im Buch war es beschrieben. Im Assassin's Creed Roman zu. Oh oh. Kann ich mir da eigentlich irgendeine Sackgasse bilden? Sackgasse? Ich komme höchstens zu den oberen dadurch. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Schmarrn, ich komme genau da einmal durch. Es muss alles nur noch zeitlich abgestimmt werden. Los, schnappt ihn! Sofort! Ich habe nichts angestellt, die sind alle nur tot umgefallen. Und ich habe den anderen doch auch anvisiert mit dem Wurfmesser. Wie gesagt, der Wurfmesser ist mein großer Freund. Ich habe auch noch einen anderen großen Freund, der dann später noch dazu kommt. Viele Leute werden schon sich wundern, viele Leute werden sich ungefähr die Assassin's Creed Revelations gezockt haben. Welcher große Freund wird von Jack jetzt dann noch kommen? Hab ich den nicht schon mal gesehen? Hast du nicht? Lass mich doch! Ich habe nichts angestellt. Der liegt daneben, in einer merkwürdigen Position, wo er sich meinen Arsch aufbreitet. Wo ist dieser blöde Templer hingelaufen? Nein, wo ist der hin? Wo ist dieser Hauptmann hin? Der muss doch hier irgendwo sein. Ah, da hinten ist der. Freunde der gepflegten Unterhaltung, da laufen zwei. Ja, da läuft der eine. Und da läuft der andere. Ich könnte jetzt den Rahmen ausnutzen, den ich habe. Ich muss jetzt nur noch warten, bis der da weg ist. Dann ist die Aktion sicher. Ich setz dir die Wache auf den Hals. Welche Wache? Weg bin ich. Aber ich glaube, der Ausgangspunkt wird hier nichts viel nützen. Außer die Wache kommt hier vorbei. Also hier merkt man, hier muss man ein bisschen Stealth Kills machen. Doch, hier ist ein Angriffspunkt der Wache. Den könnte ich einfach mit dem Wurfdolch knacken. Das wäre kein Hexenwerk. Was der andere lässt sich jetzt da eher auf sich warten.
Habe ich gesagt, eher warten. Ach Scheiße, jetzt habe ich aus Versehen Zivilisten getötet, was ich gar nicht wollte. Den wollte ich eigentlich nicht töten. Ja, Rehweiligen, das waren wir nicht. Stinktierdrüsensekret. Das war alles, das waren alles die Seuche namens Templer. So, wo lang muss ich? Jetzt habe ich mich komplett verlaufen. Nicht nur in Assassin's Creed. Ah, da ist der Hauptmann. Das kann ich jetzt nutzen, dass da der Hauptmann ist. Und da vorne ist noch ein roter Punkt. Und danach müssten wir bald. Da sein. Du dreckiger Unhold, mögest du in der Hölle schmoren? Warum muss ich immer in der Hölle schmoren? Mach gar nichts, ehrlich gesagt. Kann es sein, dass du wirklich so tödlich bist, wie die Legende behauptet? Kommt darauf an, welche Legende du meinst, Leandros. Ein Heer von Säufern mit Holzschwertern. Das könnte er sein. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Nicht für mich und nicht für dich. Das Schwein, bringt ihn um! Wen meinst du? Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Und du wolltest mir jetzt gerade. Das ist schon besser. Das ist viel besser, mein Freund. Weil jetzt haben wir wieder unsere Fähigkeiten. Das heißt, wir können jede Menge mehr Unsinn anstellen als bis jetzt. Ich glaube, Leandros hätte es uns besser so nicht machen müssen. Au. Was ist jetzt? Hopp. Und ich glaube, die Byzantiner, was das darstellen, die in den Rüstungen. Weil die Templer suchen sich ja immer so Organisationen, wo sie sich verstecken können. Zum Beispiel war es im ersten Jahr die Kreuzritter, wovor sie tatsächlich abstammen. Aber dieser Glaube wurde ja immer weitergeführt. Und dann waren es im zweiten Teil
eher so die Borgias. Nein, im dritten Teil, im zweiten Teil waren diese ganzen Verräter. So Leute, die Zeit ist mal wieder abgelaufen. Aber wir sehen uns dann gleich im nächsten Part dann, wo wir dann Leandros einen schönen Besuch abstatten und ihn hoffentlich dann richtig schön töten. Also wiederschauen, reingehauen und Servus.